Rechts neben der Bühne befinden sich drei Register zum Umschalten zwischen den Bereichen für Skripte, Kostüme und Klänge. Im Bereich Skripte sehen wir die Übersicht der Befehlskategorien. Beim Anklicken einer Befehlskategorie werden die zugeordneten Programmblöcke in der entsprechenden Farbe angezeigt. Diese Befehlsblöcke können nun per Drag and Drop in den Skriptbereich gezogen werden. Dort können durch Zusammensetzen von entsprechenden Programmblöcken Skripte zu Objekten und auch der Bühne programmiert werden. Ein Skript muss immer mit einem Programmblock beginnen, der an einer solchen Wölbung erkennbar ist. Zum Beispiel, wenn grüne Fahne angeklickt wird oder wenn eine bestimmte Taste gedrückt wurde. Ich kann Befehlsblöcke von einem Skript mit gedrückter linker Maustaste abdocken, wobei immer alle unterhalb angehängten Befehlsblöcke mit weggezogen werden. Klicke ich auf das Register Kostüme, kann ich über das integrierte Malprogramm die Kostümgrafiken meines Objektes verändern bzw. weitere Kostüme zu diesem Objekt hinzufügen. Ein Objekt ist also nicht an eine einzelne Grafik gebunden, sondern kann mehrere Grafiken. Rechts neben der Bühne befinden sich drei Register zum Umschalten zwischen den Bereichen für Skripte, Kostüme und Klänge. Im Bereich Skripte sehen wir die Übersicht der Befehlskategorien. Beim Anklicken einer Befehlskategorie werden die zugeordneten Programmblöcke in der entsprechenden Farbe angezeigt. Diese Befehlsblöcke können nun mit Drag and Drop in den Skriptbereich gezogen werden. Dort können durch Zusammensetzen von entsprechenden Programmblöcken Skripte zu Objekten und auch der Bühne programmiert werden. Ein Skript muss immer mit einem Programmblock beginnen, der an einer solchen Wölbung erkennbar ist. Zum Beispiel, wenn grüne Fahne angeklickt wurde oder wenn eine bestimmte Taste gedrückt wurde. Ich kann im Skriptbereich Befehle wieder abdocken, indem ich mit gedrückter linker Maustaste den Befehl vom Skript wegziehe. Dabei werden alle darunter angehängten Befehlsblöcke mit weggezogen. Klicke ich auf das Register Kostüme,
kann ich über das integrierte Malprogramm die Kostümgrafiken meines Objektes verändern bzw. weitere Kostümgrafiken zu diesem Objekt hinzufügen. Ein Objekt ist also nicht an eine einzelne Grafik gebunden. Es sind im Programmlauf Kostümwechsel möglich. Klicke ich auf das Register Klänge, kann ich für ein Objekt Klänge, sogenannte Sounds, bereitstellen, die ich aus der integrierten Klangbibliothek beziehen kann, die ich mit meinem Mikrofon aufnehmen kann oder von meinem Computer hochladen kann. Hier unten kann ich das Lager, auch Rucksack genannt, aufklappen. Ich kann Objekte, Skripte und Medien in das Lager ablegen und habe diese Elemente in weiteren Scratch-Projekten sofort verfügbar.